So Leute, es geht hier um das stochastische Tafelwerk als Tabelle der Binomialverteilung. Ja, ist ein Hilfsmittel, um Wahrscheinlichkeiten von einer binomial verteilten Zufallsvariable x für verschiedene Werte n, p und k herauszulesen. Ja, die Wahrscheinlichkeiten. Es ist, wenn man da geübt drin ist, wirklich eine schnelle Geschichte. Es gibt zwei mögliche stochastische Tafelwerke. Das eine Tafelwerk gibt uns die Wahrscheinlichkeiten an für genau K-Treffer, ja, also die möglichen Varianten. Und dieses ist dann gekennzeichnet mit groß B, NPK ist gleich P von X genau K-Treffer. Und es gibt die zweite Variante der kumulierten Binomialverteilung. Ja, die gibt uns dann hier die einzelnen möglichen Wahrscheinlichkeiten für X kleiner gleich K, also die Wahrscheinlichkeit für höchstens K-Treffer. Treffer, die können wir hier rauslesen, ist dann mit einem großen F beschrieben. Ja, F, groß F, NPK ist gleich eben die Wahrscheinlichkeit für höchstens K-Treffer. Das stochastische Tafelwerk sieht in beiden Fällen identisch aus und ist so aufgebaut. Ich habe hier den allgemeinen Fall links und rechts in der Spalte oder auch nur auf einer Seite, das ist immer unterschiedlich, steht die Anzahl n, ja, also die Länge der Stichprobe n oder die Länge der Bernoulli-Kette n, so oft wie halt ein Versuch durchgeführt wird. Daneben ist hier einmal die Treffermöglichkeiten, die verschiedenen. Auf der linken Seite hier k von 0 aufsteigend bis zu der höchstmöglichen Trefferanzahl k, nämlich n. Ja. Und hier ist sie absteigend dargestellt, die mögliche Trefferanzahl k, und zwar von n bis 0. Ja, es ist immer so aufgebaut. Und ihr seht, das ist auch hier extra farblich markiert, weil wir haben hier in der oberen Zeile die möglichen Trefferwahrscheinlichkeiten p, ja, für unsere Binomialverteilung, und zwar in der oberen Zeile von 0,01 bis 0,5. Immer so, ja, immer von dem bis 0,5. Und hier unten haben wir dann den Fall, absteigend von 0,99 bis 0,5. Ja, also hier sind alle möglichen Trefferwahrscheinlichkeiten größer als 0,5 dann hier angegeben. Und wenn wir dann eben eine Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte für bestimmte Werte von NPK hier aus diesem stochastischen Tafelwerk rauslesen möchten, dann müssen wir uns erstmal daran orientieren, welches stochastische Tafelwerk benutzen wir von der Größe n, ja, und dann gucken wir, welche Wahrscheinlichkeit p haben wir hier vorliegen, und je nachdem, ob sie eben kleiner gleich 0,5 ist oder eben größer ist, bewege ich mich in der oberen Zeile und suche dann die Zelle, die eben die Trefferanzahl k, die hier gesucht ist, auf der linken Spalte hier aufweist, ja, und wenn die Trefferwahrscheinlichkeit p eben in der unteren Zeile vorkommt, dann wähle ich die Spalte mit der Trefferwahrscheinlichkeit, und die zugehörige Zeile ist dann über diese Trefferspalte K mit den Möglichkeiten für K zu wählen. Ja, wir werden das jetzt gleich mal an einem Beispiel durchführen, dann wird es, denke ich, relativ ersichtlich für euch. Es gibt einen Unterschied bei diesem Fall hier, also die Wahrscheinlichkeit für genau K-Treffer ist immer der abgelesene Wert, den ich aus der jeweiligen Zelle, die ich eben dann so suche durch meine Werte NPK, entspricht immer dem abgelesenen Wert, ja, die Wahrscheinlichkeit für genau K-Treffer. Bei der kumulierten Binomialverteilung ist es so, wenn die Trefferwahrscheinlichkeit P eben kleiner gleich 0,5 ist und ich bewege mich in der oberen Zeile und dieser Trefferspalte K und wähle da einen Wert aus, der abgelesene Wert, dann ist er genau diese Wahrscheinlichkeit, dass es höchstens K-Treffer sind. Ja, das entspricht dann eben diesem abgelesenen Wert. Allerdings, wenn die Trefferwahrscheinlichkeit P größer als 0,5 ist und ich bewege mich hier unten in der Zeile und in dieser Spalte für die Treffermöglichkeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit für höchstens K-Treffer, also x kleiner gleich k, 1 minus der abgelesene Wert aus dieser Zelle der Zugehörigen. Ja? Das ist ganz wichtig, das müsst ihr euch merken. Bei kumulierter Binomialverteilung, wenn die Trefferwahrscheinlichkeit größer als 0,5 ist und ihr bewegt euch hier in der unteren Zeile, in dieser Spalte, wählt dann hier die zugehörige Zelle aus, immer 1 minus dieser abgelesene Wert aus der Zelle ist die Wahrscheinlichkeit für x
höchstens K-Treffer. Kleiner gleich K-Treffer. Wir machen ein Beispiel. Im ersten Fall hier haben wir jetzt den Fall vorliegen. Ja? Also hier sind die Wahrscheinlichkeiten für genau K-Treffer gegeben. Ein Würfel wird fünfmal hintereinander geworfen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, genau zwei Sechsen zu erzielen? Wir brauchen eben erstmal unser NP und K, ja, um zu gucken, wo wir die Wahrscheinlichkeit ablesen. N ist hier, ja, es wird das Bernoulli-Experiment würfeln, wird fünfmal durchgeführt hintereinander. Das heißt, die Länge ist N gleich 5. Die Trefferwahrscheinlichkeit P ist, ja, was ist ein Treffer? Hier ist die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, genau zwei Sechsen zu würfeln. Das heißt, wir definieren einen Treffer, als dass wir eine 6 würfeln und einen Nicht-Treffer, dass wir keine 6 würfeln. Naja, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine 6 würfeln, ist ein Sechstel. Und die Trefferanzahl K, die gesucht ist, die Wahrscheinlichkeit dafür, ja, genau zwei Sechsen zu würfeln, also ist K gleich 2. Das heißt, als allererstes suche ich jetzt das stochastische Tafelwerk, was eben einmal dieses B hier beschreibt und die Länge N beinhaltet, ja, hier links oder rechts oder beides muss 5 stehen. Dann orientiere ich mich, wo ist die Trefferwahrscheinlichkeit P? Ja, also ich möchte jetzt hier die Wahrscheinlichkeit B von N ist 5, P ist 1 Sechstel, K ist 2, gleich ist genau P von x genau 2 Sechsen zu erzielen. Ja? X gleich genau 2 Treffer. So, die müssen wir jetzt hier ablesen. Wir befinden uns in der richtigen, im richtigen Tafelwerk mit n gleich 5. P ist 1 Sechstel. P ist 1 Sechstel, ist kleiner als 0,5. Das heißt, wir suchen hier oben die zugehörige Spalte mit P gleich 1 Sechstel. Das ist jetzt zum Beispiel, könnte das hier sein, 1 Sechstel. Und jetzt orientieren wir uns von der Trefferanzahl K eben an dieser linken Spalte hier. Ja, um jetzt die zugehörige, wir haben jetzt die Spalte definiert, brauchen noch die zugehörige Zeile. Und da wir uns eben hier oben kleiner gleich 0,5 ist, die Wahrscheinlichkeit P, nämlich mit 1 Sechstel, orientieren wir uns an dieser Spalte mit den Werten für K. Und wir brauchen ja für K gleich 2 den Wert. Das heißt, wir suchen, naja, wo ist dann 2? Und das hier ist dann die zugehörige Zelle, ja. 1 Sechstel P und hier 2 K gleich 2. Und wenn ihr da das entsprechende Tafelwerk vorliegen habt, dann lest ihr aus hier raus, da steht hier dann drin 0,1608. Zweites Beispiel, hier haben wir jetzt die kumulierte Binomialverteilung hier vorliegen, ja, müsst ihr euch vorstellen. 80% der deutschen Studenten besitzen ein Smartphone. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Umfrage mit 6 zufällig ausgewählten deutschen Studenten höchstens 3 ein Smartphone besitzen? Höchstens ist eben das Keyword für die kumulierte Binomialverteilung. Wir suchen erstmal wieder, was ist N? Ja, die Länge der Stichprobe, die Länge der Bernoulli-Kette. Was ist denn das Bernoulli-Experiment hier? Naja, ich führe ja eine Umfrage durch. Das heißt, die Befragung ist dieses Bernoulli-Experiment. Und entweder ich habe einen Treffer, wenn ein Student ein Smartphone besitzt. Und einen Nicht-Treffer definieren wir als, wenn ein Student kein Smartphone besitzt. Und da wir 6 Studenten zufällig befragen, ist unsere Länge der Stichprobe eben 6, n ist gleich 6. Was ist unsere Trefferwahrscheinlichkeit? Mit welcher Wahrscheinlichkeit Treffer haben wir gesagt, der Student besitzt ein Smartphone? Hier steht 80% der deutschen Studenten besitzen ein Smartphone. Das heißt, die Trefferwahrscheinlichkeit, dass der Student, wenn wir den befragen, ein Smartphone besitzt, ist 0,8. Und die Trefferanzahl K, was ist das hier? Naja, hier ist ja die Frage nach höchstens 3 Studenten, die ein Smartphone besitzen. Wie ist da die Wahrscheinlichkeit? Das heißt, K ist gleich 3. Und wir suchen eben dementsprechend die Wahrscheinlichkeit F, ja, wegen höchstens kumuliert. F, N, P, K setzen wir ein. Also 6, P 0,8, K gleich 3 ist gleich P von eben das X kleiner gleich, also höchstens 3 ist. Und wir haben jetzt hier gesagt, das ist jetzt eben hier der Fall, weil 0,8 ist größer als 0,5, ja, für die Trefferwahrscheinlichkeit P. Also wir suchen erstmal das stochastische Tafelwerk für n gleich 6. Hier muss eine 6 stehen, ja. Dann gucken wir,
Was ist die Trefferwahrscheinlichkeit P? P ist 0,8, das heißt, wir bewegen uns in dieser Zeile hier. Neben dann zum Beispiel hier ist dann die zugehörige Spalte mit 0,8. Und da wir uns eben hier unten bewegen, weil die Wahrscheinlichkeit größer als 0,5 ist, müssen wir jetzt hier diese Wahrscheinlichkeit für höchstens K-Treffer 1 minus den Wert, den wir hier gleich ablesen, aus der Zelle rechnen. Ja, das heißt 1 minus den abgelesenen Wert. Und da wir uns in der unteren Zeile befinden, brauchen wir jetzt noch die zugehörige Spalte für K gleich 3. Ja, wir orientieren uns dementsprechend an dieser Spalte hier. K ist gleich 3, 0, 1, 2, 3. Das wäre dann dieser Wert hier. Ja, also 0,8. Wir bewegen uns in der unteren Zeile. Deswegen müssen wir uns anhand von dieser Spalte für K orientieren. Suchen, wo ist die Zeile 3 und haben dann eben den Wert raus. Und wenn ihr den dann aus dem entsprechenden Stochastischen Tafelwerk ablest, dann würde da eben eine 0,9011 stehen, hier in dieser Zelle. Und dann damit wäre diese Wahrscheinlichkeit für höchstens 3 Treffer 1 minus 0,9011 und das ist 0,0989. Ja, ihr seht, also wenn man da Übung hat, wie gesagt, ist das wirklich eine schnelle Geschichte, kann man schnell rauslesen. Verinnerlicht euch das, merkt euch das. Ihr habt das natürlich bei euch dann in den Tafelwerken wahrscheinlich nicht so schön farblich markiert, aber so ist es, denke ich, ganz übersichtlich und ihr wisst, wie die Geschichte funktioniert.